So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge ETS 2 Multiplayer mit Max und Thomas. Hola! Wir hallo. Sind heute mal in Örebro und fahren von da aus Richtung Belgien. Nee. Nein, erst Niederlande. Ja. Mensch, Geografie nicht aufgepasst oder was? Huch, nee. Hoppla. Da! So. Ja, Holland-Niederlande ist das gleiche. Ja, das. Naja, nicht ganz. Holland, ist, Holland ist eigentlich nur eine Provinz und eine Niederlande. Genau. Auf jeden Fall fährt der Max voraus mit 17 Tonnen Wöschli nach Brüssel. Dann kommt der Thomas mit 3 Tonnen Plotteplanter nach Rotterdam. Was für ein Ding? Pflanzenkübel, Mensch. Also. Ja, das weiß heißt. Man doch. Na, lern Norwegisch, dann weißt du's. Und dann komme ich mit 4 Tonnen Lüftungsschacht. Eigentlich vor dem Thomas, aber der wollte vorausfahren. Ja, ja, du hast dich aufgedrängt, hinterher zu fahren. Was? Alter! Das ist meine Auffahrt hier. Die Auffahrt ist wieder schwul, Alter! Aua! Alter. Und wie man schon da an meinem Route Advisitor oder wie die Scheiße heißt, erkennen kann, ja, ich fahre auch mal Automatik. Ja. Jetzt kommt die Hintergrundgeschichte. Wow. Hey, warte mal, ich mache jetzt mein Tempomat rein und zeige mit was ich Gas gebe. Nämlich hier mit dem schönen Joystick. Da ich meinen Fuß nicht benutzen kann, um damit Gas zu geben. Ja, ich weiß. Warum ist es auf seiner Wichse ausgerutscht? Nee. Habt ihr gerade auch so eine Announcement-Meldung in Rot erhalten? Konnte ich nicht. Junge! Mehr. Was? Der soll auf seiner Wichsspur bleiben! Ja, Inzest! Ich komme nicht hinterher, ich hasse Automatik. Hab ich dir schon kannst mal erwähnt? Die Schaltung irgendwie auf den Joystick legen? Hä? Kannst du die Schaltung nicht irgendwie witzigerweise aufs Joystick legen? Ja, ich könnte sequentielle Schaltung machen, aber dann. Ja. Könnte ich eigentlich machen, ja. Den linken kannst du doch benutzen. Wie den linken Fuß. Nee, ich kann. Ja, das ist. Ja, Kupplung drehen und einen Knopf drücken zum Schalten. Nee, da. Einfach oder hoch runter. Wenn ich so mache, dann muss ich keine Kupplung drehen. Ja, stimmt auch da. Könnte ich machen, ja. Ja, ohne ihr Vorschlag. Thomas, fährst du ohne Licht? Nee, eigentlich fahr ich mit Licht. Ja, fahr halt noch langsamer die Auffahrt hoch! Sorry, das war jetzt ein bisschen. Ja, doch, ich fahr mit Licht. Okay, ja. Nee, hat gerade irgendwie so ausgeschaut. Alter, ja, bleib stehen! Meine Fresse! Sind bei mir oben überhaupt alle an? Ja, sollen wir auf dich warten, Domi? Nein, ich bin nur hinter diesem Wichser da. Ja, der den Sporn nicht halten kann. Ja, was heißt das, weil ich kein Fernlicht oder so an habe? Vielleicht sieht das so aus. Eine gute Birne. Kann auch sein, keine Ahnung. Ich versuche jetzt mit an dem vorbeizuziehen. Und der kommt kuscheln. Der da kuschelt gern, ja. Der ist richtig kuschelbedürftig. Vor allem, der hat nur Standlicht an, wie es ausschaut. Wunsch. Oh, guck gegen Verkehr. Wo viel bleibt auf seiner Spur? Bleibt da. Danke, Duff. Huch, lol. Danke, Duff. Ja. Danke, Duff, für. Heute war Baustelle richtig geil, Alter. Mein Arbeitskläger hat handläufig geschweißt. Mitten im Regen. Cool. Voll geil! Was schweißen im Regen geht das denn ja, her? Ehrlich. Es funktioniert ja. Okay. Ist doch nicht so geil, du könntest nebendran deine Nudeln aufs Wasser legen und die werden fertig. Geil. Echt, das Wasser hat gekocht nebendran. Wahnsinn. Ist ja natürlich, klar. Schweißen ist ja so eine heiße Angelegenheit. Ja, schon. Das war ziemlich witzig dazu zu hören. Hab ich so gefragt, mit was schweißen wir? Mit Wasser oder mit Draht? Wasserdampf schweißen. Ja. Ja, das sind wie basische Elektrode. Die müssen auch erstmal nass gemacht werden. Mhm. Ach, das ist doch geil, ey. Würde ich gerne mal sehen, wie einer mit so einer nassen Elektrode wirklich so eine krasse Naht hinzieht, ey. Freilich. YouTube. YouTube regelt. Ja, aber ich war auf YouTube, bringt mir nichts, wenn ich Real Life sehen will. Ja. Oder am besten selber mal verschweißen.
Aber hier ist noch Gummibärchen, nein, sind schon wieder leer. So, rein. Kenn ich. Achtung, Max bremst. Na, und Chili lebt, jawohl. Bei mir hat auch alles überlebt. Bei mir natürlich auch. Wir sind die Vollprofis. Und die Nase kommt hinterher. Ja. Mein Apfelsaft, also. Apfelschorle ist es ja. Kannst du nur. Apfelschorle als Apfelsaft deklarieren. Ja. Du Untermensch. Uah. Ich glaube, der steht ein bisschen zu lang. Das kann sein. Gibt's bei euch eigentlich so ein Ritual auf Arbeit, dass wenn der Stift ausgelernt ist, dass der irgendwas zu erfüllen hat? Ja, Kiste Bier mitbringen oder so. Ja, genau, bei uns auch. Muss ich morgen noch machen. Weil ich morgen eh Limo kaufen gehe. Ja, bei uns ist halt eher Kiste Radler, weil... Sind halt so 3-4 Stiefel ich halt mal Freitag nach der Arbeit nochmal hinsetzen und Radler trinken. Der Rest geht dahin. Ja, bei uns war es auch. Haben sie mich heute auch gefragt, ja Max, hast du noch Bock ein Bier zu trinken? Ich so, nee. Muss noch am Auto und Moped fahren und ach ja, du hast ja 0-0. Ich so, ja. Erst wenn ich 21 bin, darf ich was trinken. Und dann auch noch fahren. Die haben sowieso das Gregorsal-Bier noch getrunken, das ist ja polnisches Bier. Das hat mehr Prozent, das hat fast doppelt so viel Prozent wie ein normales. Ja. Läuft doch. Das pfeffert schon. Soll auch ganz gut schmecken, laut Aussage der Arbeitskollegen, aber brauche ich nicht. Daheim gibt's lecker Essen. Computer wartet daheim auf mich. Mhm. Der Hund auch. Fips auch. Was will man mehr? Ja gut, es gibt schon was ich noch will, aber ist halt teuer und braucht Platz, so ein Moloch. Genauso wie ein Motorrad habe ich mich gestern auch mal auf eBay umgeschaut, was es so gibt. Aber ich will auf jeden Fall wieder eine Enduro, damit sie auch... ja, ich finde einfach das Fahrgefühl auf Enduro irgendwie schöner. Ja, natürlich, klar. Auf Sumo habe ich keinen Bock, weil damit brauchst du kein Feldweg fahren, da haut sich sofort aus dem Maul. Beim kleinsten Giesenstein. Ja, mit einer Enduro brauchst du nicht über den Rückmarker fahren. Ha? Mit einem Dodo brauchst du nicht über den Rückmarker fahren. Na, kannst du schon, ist halt scheiße. Ficke dich. ja, dann hab ich halt mal so ein bisschen rumgeguckt und hab ich halt nur irgendeine Scheiße gefunden. Dann hab ich so überlegt, vielleicht so eine gebrauchte KTM wäre vielleicht gar nicht so blöd. Oder eine, was ich auch noch gefunden habe, eine alte Yamaha XL300, das ist auch noch ein schönes Ding. Auch ein, hab ich auch eine für 3,5 gesehen. Ist halt auch sogar ein bisschen älteres Modell, also wird sogar als Oldtimer dann noch gelten. Wäre natürlich noch besser. Das wäre die Killerkrönung. Oldtimer und auch noch Enduro. Die Nase verfolgt uns. Die Nase? So ein Spacko. Ja, die drei, die da vor uns waren, sind, die sind ja anscheinend dem Saal Kumpels, weil die gleiche Lackierung haben. Nicht, dass das auch solche Nasen sind. Ich würde sogar sagen, das sind die, wo bei uns auch an der Werkstatt standen. Das weiß ich nicht. Maybe be. Eigentlich dann macht er noch sein. Na, die fahren die Tankstelle ab. Hab ich schon. Die auf der anderen Seite fehlt mir noch. Ich hab bloß die auf der anderen Seite nicht. Ja, die tanken sogar. Was ist los? Ja, die warten wahrscheinlich auf die Kumpelnase.
Ja. Da vorne los. Mich sind der da. Weiß nicht. Ich trau mich gar nicht zu überholen. Einfach machen. Ja. Augen zu und durch. Der Freckelmann. Ja, die fahren rechts ran aus irgendeinem Grund. Wahrscheinlich auch noch Dudes von dem. Ja, der fährt ja, da die Lackierung. Der hier auch. Der hält auch einfach an. Komische Menschen. Feierabend. Na, Feierabend. Längst halt vorbei. Ja. Kannst du nichts machen? In Deutschland rechnen. Ne. In China juckt's keiner, da fahren sie um 3 Uhr nachts auf ihrem Gribbelberg mit ihrer selbst zusammengeschusterten Holz-LKWs. Yep. Und da fahren los. Da sind wieder welche. Den überholen wir mal. Oh, jetzt hab bloß so bis auf der linken Spur, du Pissbirne. Haupt hier rüber. Hub mich nicht an, Junge. Das ist ein Norweger, der, wenn der nicht gerade aus dem Süden kommt, kennt der keine Autobahn. Das ist mal wirklich so. Mongolid, ey. Hubt er mich einfach an? Mich auch. Und der blendet auf. Schlimm. Hier raunt sich alles was. Brumm. Der schleicht aber mit seinem Bagger da rum. Hallo, das sind 24 Tonnen. Auf dem Rücken von Volvo zu kämpfen, ne? Mal ein Rostblatt nach Helsingborg irgendwo. Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Ich sehe nur bis Helsingborg auf der Karte. Ui, 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 ui. Was ist denn da vorne los? Die stehen. Ja, oh, der steht da dezent dämlich. Der hat voll auf der Fahrbahn gebremst und dann hat er erst drüber gezogen. Wenn man da rechts rum? Ja, auch schon. Rechts runter. Ja. Ein bisschen langsamer machen. Wenigstens ein bisschen. Hui! Ja, die Kante da. Voll die Kant. Na, da vorne kommt ein Rostplatz. Okay. Stimmt. Vor mal. Da fahren wir raus. Copy. Oh, da vorne hat's gekracht. Bremsen. Okay, da kommt man vorbei. Der gemacht, Alter, der ist über die komplette Farbe drüber gekommen. Kannst Fragen stellen. Holla die Waldfee. Cool. Dass solche Leute sich nicht einfach mal abschleppen oder so. Nieder. So. So. Dann war's jetzt mal wieder mit einer neuen Folge. Ach, du bist mal tanken. Ich hab da gerade gesucht, ey. Macht Abmoderation in der Thomas steht da nicht, wo was? Gott, ach Gott. Er ist so unsichtbar geworden. Genau. Geister! Geister! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ihr wisst, wo ihr abonnieren könnt. Da unten in der. Genau. Da unten in der. Findet ihr links des sonstigen Scheiß.
Da oben könnt ihr abonnieren, da drüben noch die Playlist und ein anderes Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Tschüssi. Tschüss.